Willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Online. Ich bin immer noch im Rangkampf, weil es im letzten Part richtig Spaß gemacht hat. Wir sind immer noch in Tower Control, ich bin immer noch beim Kleckser. Und ich bin gerade mal aus Versehen auf Regeln beim Rangkampf gekommen, also auf den Minusknopf. Na, was ist das aus Versehen? Ich wollte es mal nachgucken. Und mir ist aufgefallen, der Rangkampf, beziehungsweise das Aufsteigen von Rängen, funktioniert jetzt anders als noch in Splatoon 1. Und zwar ist das so, ihr habt ja im letzten Part diese Füllanzeige gesehen. Wenn die voll ist, dann steigt man Rang auf. Soweit, so gut. Och, komm schon, Willy. Verliert man aber, bekommt die Anzeige einen Riss. Und desto mehr Risse die Anzeige hat, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie zerbricht. Zerbricht sie, muss man die gesamte Anzeige neu füllen. Und hat man nicht mindestens die Hälfte der Anzeige voll aufgefüllt, steigt man sogar einen Rang ab. Wenn man besonders gut spielt, kann es passieren, dass man einen Rang überspringt. Das bedeutet, dass man direkt von C- zum Beispiel nach C+ kommt. Ja, und das ist schon deutlich anders als Splatoon 1. Und du willst mir jetzt nicht erzählen, dass die Gegner uns jetzt so gewascht haben, oder? Erstens, das war unverdient. Und zweitens war das lächerlich, da mein Team nichts gemacht hat. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich hier im C-Battle bin, nicht im S+. Naja, egal. Jetzt habt ihr gerade gesehen, wie das aussieht, wenn die Anzeige einen Riss kriegt. Und jetzt kann sie durch jede Niederlage zerbrechen. Das wäre natürlich nicht ganz so ideal. So, jetzt gibt es hoffentlich mal ein C-Battle und kein S+-Battle. Aber das war das auch, was ich im letzten Part kritisiert habe. Jetzt am Release ist ja... Ich dachte schon, jetzt werden wir schon wieder zu zerwascht. Nee. Das war das, was ich im letzten Part kritisiert habe. Am Anfang beim Release spielen halt die Pros mit den Noobs doch zusammen, weil alle halt bei C- starten. Dafür finde ich Nintendos Regelung aber ganz gut, dass A, man erst ab Stufe 10 hier reinkommt und B... B, man Ränge überspringen kann, sodass die wirklich absoluten Pros direkt dann auch in die A-Ränge reinkommen können. Ich denke mal auch wieder, dass es hier bis S+ gehen wird. Aber jo, passt schon. Ich überlege gerade, ob ich springen soll. Mache ich jetzt einfach mal. Ist eh eine schlechte Entscheidung, aber... Nee, ist eine gute Entscheidung. So konnte ich noch ein, zwei Pünktchen rausreißen, aber bin natürlich direkt gestorben. Sehr schön. So reißt man was in Rangkämpfen. Ich hätte ganz gerne meinen Schock. So. War noch nicht ganz voll, leider. Und da war ein Kalligraph. Und das Miese bei Kalligraphen ist, man kann nicht richtig zielen. Das verwirrt einen so, wenn die so links, rechts schießen. Nein, Team, mach was. Ich finde mein Team manchmal... Oh, Blaster sind so OP in Tower Control. Sollte mir da mal auch einen zulegen. Arti. Ich habe meinen Tintenschock eingesetzt. Ich finde es unfair, dass sobald ich ihn eingesetzt habe, ich noch erwischt werden kann. Das finde ich echt lächerlich. Ich weiß, das war jetzt ganz knapp. War wahrscheinlich einfach dieser Ping. Der Internetverbindungsunterschied oder wie auch immer. Aber trotzdem. Och, kommt schon, es ist lächerlich. Tschüss. Und damit seid ihr alle tot. Vierfach Kill. Yay, geil. Geil. Yay. Gut gemacht, Team. Oder ich. Je nachdem. Und hier geht's gerade ab. Komm, einfach noch ein paar Punkte halten. Nein, jetzt sind sie oben drauf gekommen. Da bewegt sich der Turm ja leider nicht weiter. Da sind immer noch Leute auf dem Turm. Yes. No. Wo ist das? Oh,
Triff doch mal meine Fresse. Wie oft soll ich noch nach rechts klicken auf diesem verfickten Stick? Ich komme mit diesem scheiß Controller immer noch nicht klar. Ich brauche unbedingt einen Pro-Controller. Die sind so schweineteuer. Mein Gott, Nintendo schraubt die Preise runter. Ist ja asozial. Tschüss. So, die Runde gefällt mir schon deutlich besser. Schön viel Spannung. Der Hauch Action ist mit drin. Das passt schon. Sehr schön. Down. Ich überlege gerade. Tschüss. War zwar nicht mein Kill, ist aber egal. Hauptsache, die sind erledigt. Ich überlege gerade, ob ich meinen Schock einsetzen soll. Und ja, das mache ich. Checkpoint 2 passiert. Sehr schön. Da ist der dritte direkt. Die haben nicht so eine ganz hohe Entfernung wie Checkpoint 1 und 2. Los, schnell. Zu mir. Dann läuft der Counter, glaube ich, schneller ab. Wie jetzt Splatoon 1 auch. Nein, schon wieder 3 Punkte, wie in der letzten Runde. Also wie im letzten Part, meine ich. In der Runde da fehlten auch noch 3 Punkte. Das ist so eine Anspannung immer. Und es ist auch so schwierig zu kommentieren, verdammt nochmal. Weil hier geht's ab wie sonst was. Tschüss, da oben. Immer auf den auf den Turm gehen. Und da stand schon wieder der Blaster. Okay, 1 versus 1 auf den Turm. Die Gegner sind tot, beziehungsweise sind nicht am Turm. Heißt, zum Turm springen und ihn wieder sichern, damit er möglichst weit weggeht von unserem Ziel. Kommt, 10 Sekunden. Sehr schön, noch ein Kill gemacht. Dann hält der uns nicht mehr auf und jetzt nicht sterben. Nein, 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 alle von uns sind tot. Scheiße. Jetzt haben die Gegner erstmal freien Lauf bis zur Mitte. Der hat Special. Töte sie. Perfekt. GG an alle. Und jetzt brauche ich erstmal eine entspannte Runde Standardkampf. Boah, ging das ab. Und ich glaube, da nehme ich auch mal eine andere Waffe. 20 Kills läuft. Gute Statistiken speichere ich mir mal als Screenshot ab. Kann man sich dann immer gut fühlen, wenn man die sich hier anguckt. Nein! Scheiße! Ich wollte auf Nein gehen. Und ich klicke nur A, damit es weitergeht zu dem Endscreen. Nein, ich wollte nicht noch eine Runde, egal. Da gibt es halt heute mal ausnahmsweise nur Rangkampf. Okay. Kann man mal machen. Warte, heißt der Cast? Ja. Da ist jemand wieder aus der Cast-Community und hör auf zu Squidbaggen. Hier geht es um Tower Control, nicht um Squid Parties. Squid Parties kann man gerne immer in... Übrigens, Squid Parties finde ich übrigens ganz gut, wenn man die im Standardkampf macht. Da habe ich auch nichts gegen, aber im Rangkampf sind die Fehler am Platz. Ich finde das sogar eher ganz nett, mal als Abwechslung so eine Squid Party im Standardkampf zu machen, aber eindeutig, im Rangkampf hat eine Squid Party nichts zu suchen. Da geht es ja um was. Im Standardkampf, wenn man da verliert, ist mir scheißegal, hat man halt 1000 Punkte weniger, aber die paar Coins kann man sich auch drauf verzichten. So. Ich habe immer noch nicht so die besten Perks, beziehungsweise Ausrüstungsgegenstände. Das muss ich schleunigst ändern. Weil die guten, wirklich guten Ausrüstungsgegenstände kriegt man ja erst mit höheren Leveln. Und die habe ich ja aktuell noch nicht. So, ich gehe jetzt mal einmal runter. Dafür stehen wir da oben gerade noch ein paar viele Gegner. Na, Turm, du sollst aber nicht zurück. Das habe ich nicht gesagt. Du solltest da warten. So. Ich heal schon wieder. Na, wo bist du? Du bist gar nicht da. Das war ein bisschen dumm. Aber ist ja egal. So, wir sind bei der 50. Sehr schön. Den aus der Luft geholt. Das war wichtig. Jetzt schnell drauf. Oder auch nicht.
53, knapp die Hälfte. Wir sind knapp beim zweiten Checkpoint. Okay. Gegner haben zwei Tote. Ich weiß, dieser Kommentarstil ist total langweilig wahrscheinlich für manche von euch. Aber ich analysiere einfach das Match gerade so ein bisschen. Ist ja auch nie verkehrt. Da versteht ihr wenigstens, was ich denke. Also das sind so meine Gedankenzüge immer, die ich so im Rangkampf laber. So, komm schön drauf. Bye! Perfekt! Da haben wir die Gegner nochmal weggewascht. Läuft. Aber jetzt, komm, eine Runde Standardkampf geht. Das kann man mal machen, ne? So. 6 Skills. 3 Specials. Und einiges an Punkten für unser Gläschen zum Aufleveln. Ich bin jetzt mal auf den Carbon-Roller geswitcht. Einmal nur, um euch zu zeigen, dass ich mit dem nicht ganz so scheiße bin. Aber ich werde eh scheiße sein, weil... Komm, es ist Vorführeffekt. Ist doch klar. So, während ich ja mit dem normalen Klecksroller nicht so gut zurechtgekommen bin, komme ich mit dem Carbon-Roller ganz gut klar. Vor allem, weil er Sekundär- und Spezialwaffe ganz gut hat. Der hat nämlich als Sekundär die Robobombe und als Special so eine Art Inferno. Das ist nämlich... Der Tintenschauer, der erzeugt diese Regenwolke. Und die färbt dann halt alles in eine Richtung ein. So. Boah, Farbe. Zack, und jetzt strömt die da. Da war eine Curling-Bombe. In die Richtung Gegner. Sieht man es auf der Karte ganz gut und regnet da überall. Schöne. Das ist eigentlich türkisgrün oder kotzgrün, würde ich sagen. Keine Ahnung, ich interpretiere das jetzt einfach als grün. Hallo. Sieht halt für mich relativ grün aus. Dann mit dem Carbon-Roller kann ich auch was im Nahkampf, weil der ist halt relativ schnell. Hittet auch noch ganz gut. Und gibt ganz gut Damage. Schade, den habe ich nicht mehr gekriegt. Kalligraphen, ja, relativ stark leider im Nahkampf. Wenn du in so einen Kalligraph reingerätst, hast du keine Chance mehr. Das ist übrigens die Robobombe. Zack, wir sehen den Gegner an. Ähnlich wie so eine Spürbombe damals. Im Endeffekt hat sich die Spürbombe von damals her im Endeffekt gesplittet in Robobombe und Curlingbombe. So, du verziehst dich. Eben Squidbang. So, fertig. Das muss zurückkehren. Das ist so geil gewesen. Du machst hier... Kein Curling-Bomb-Massaker, nein. Das verbiete ich dir, so. Da haben wir schon fast wieder unseren Tintenschauer, perfekt. Kommt wieder zu den Gegnern. Den kann man übrigens auch nur in unmittelbarer Nähe anwenden. Das bedeutet, man muss natürlich sich in die gegnerische Zone wagen, wenn man viel reißen will mit dem. Hallo. Wie geht's? Bei Snipern habe ich inzwischen auch den Dreh raus, wie man da so ein bisschen hin und her springt. Damit sie einen nicht treffen. Relativ unregelmäßig springen, vor allem, dass sie nicht diesen Rhythmus kapieren. Hallo? Ja. Also in Rangkampf würde ich den Carbon-Roller als einzigen Roller wohl nehmen. Naja, ich habe bisher ja nur zwei Roller. Ja, keine Ahnung. Ach, scheiße, ich habe gerade ein Special eingesetzt. Ja, auf den R-Knopf komme ich manchmal leider. Der ist da runtergefallen. Läuft bei ihm. Oh, ich schon wieder fast auf. So. Haben wir noch irgendwo einen Washer? Nein. Dann färbe ich hier hinten schön noch ein paar Bereiche ein. Dann passt das schon. Na. Wirst du wohl das lassen? Tintenschauer voll machen. Tintenschauer ist voll. Der regnet nämlich immer noch ein bisschen weiter nach dem Ende. So. Zwar nur kurz, aber es bringt auch schon so ein paar Pünktchen nochmal. Das wurde relativ eindeutig gewonnen, also bis auf die erste Runde passt es eigentlich. So, dann hoffe ich wie immer, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis denne. Und ciao. Und neue Effekte gibt es noch oben drauf.
Ich weiß, Lauftempo bringt bei Rollern nichts. Aber ja, ist ja egal.